Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück oder ganz neu hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch zu einem kleinen neuen Projekt hier im Simulations-Eck, und zwar Barnfinders. Nachdem wir uns zuletzt durch den Toilet Management Simulator, ja, ich würde sagen, regelrecht durchgequält haben, wird es Zeit mal wieder für etwas hoffentlich Besseres, und zwar dieses hier. Ich weiß auch nicht, ob wir es so wirklich im Simulations-Eck ansiedeln sollten, aber ich glaube, es passt schon ganz gut rein. Ich weiß nicht viel von dem Game. Ich habe mir das damals irgendwann im Early Access gekauft, weil es so klassisch simulationsmäßig aussah. Man geht wohl durch alte Barns, sucht dort Schätze und verkauft die dann in seinem Laden. Ist also so ein bisschen sowas wie, weiß ich jetzt auch nicht, Simulator. Ich würde sagen, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen oder was. Ne? Starten wir doch einfach mit einem neuen Spiel und gucken mal, was uns erwartet. Ne? Man muss ja einfach mal ran da. So, Optionen habe ich alles auf Volldampf gestellt. Insofern habt ihr hier die volle Grafikpracht. Ja, und ja, let's go. Bist du sicher, dass du ein neues Spiel starten möchtest? Ja. Oh, okay. Hab schon mal einen Hahn gehört. Schon mal gut, bin ja Fan von Hähnen. Ja. Insofern. Es hat auch wieder eine deutsche Synchronisation. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze einfach wieder durch Google Translate durchgeballert worden ist. Okay. Boah, fängt vielversprechend an, würde ich sagen. Okay. Was ist da los? Uncle Billy as himself. Duke Tucker, Lady Dragon, Sebastian, Dark Samantha. What the fuck? Bobby Gray and Agent. This dude doing auctions. Ein sehr, sehr Land der Freiheit mäßiges Opening, würde ich sagen. Fühle mich sehr amerikanisch gerade. Sehr amerikanisch. Sehe schon, dass YouTube Content ID dieses Thema laut anschlagen. Barnfinders. Zack, und kaum habe ich es ausgesprochen, fliegt das Logo auch rein. Okay, das war ein... Irgendwo in Amerika, Sternchen, Land, das groß... mit dem echten Amerika hat. Okay. Also es ist nicht wirklich Amerika, es ist Amerika. Wach auf, Jungspund! Unser Generator ist im Eimer. Hol die Batterie aus dem Truck und reparier den Generator. Ja, alles klar, Onkel, geht los. Lass uns ranklotzen, unser Urlaub wartet. Okay, ich hoffe, wir müssen nicht wieder 6 Freundinnen über eine Tanz-App organisieren, die mit uns in den Urlaub fahren, bevor wir in den Urlaub fahren können. So, okay. Sieht ja jetzt erstmal optisch gar nicht so räudig aus. Oregon Kebab. Okay. Cola Coca. Your poster here. Kontrollen. WASD. C. Kauern. Springen. Schauen. Oh, das letzte konnte ich schon gar nicht mehr sehen. Wird schon gehen. Tragen. Linke Maustaste. Oh, guck mal, wir können hier... Können die Dinge auch wieder absetzen? Okay. Na, Kaffee. Oh. Oh, ich habe den Kaffee recycelt. Das war wertvoller Müll. Okay, man kann Müll recyceln. Ja, erstmal ein bisschen die Bude aufräumen oder was. Kommen auch die Dollars rein, ne? Zum Interagieren. Also man kann sich wohl, so sieht das wohl nachher aus. Wir gehen nachher durch so Barns durch. Und versuchen dann Schätze zu finden. Und da bekommen wir jetzt hier schon mal so einen... Boah, Geschmack, recycle. Erstmal den ganzen Müll aufräumen. Ich fühle mich hier nicht wohl, wenn das hier alles so dreckig ist, ne? Kommt ein bisschen House-Flippers-Vibes auf. Noch irgendwelche wertvollen Sachen hier. Guck mal, da können wir recyceln. Recycle. Schubladen lassen sich auch aufschieben, aber nichts Wertvolles drin. Alles klar. Dann lass mal rausgehen, oder was? So. Yo. Lernprogramm. Willkommen bei Barnfinders. Hol die Batterie von der Ladefläche deines Fahrzeugs. Leg sie in den Generator ein. Generator. Suche mit Hilfe deines Computers nach Aufträgen und reise durch ganz Amerika. Na, dann wollen wir uns mal durch Amerika durcharbeiten. Aber erstmal müssen wir die Batterie von unserem Auto holen. Also jetzt Hashtag Realtalk, es ist optisch ja schon mal gar nicht mal so räudig. Das sieht okay aus, sage ich jetzt mal. Da ist Onkel Billy, chillt auf der Veranda. Auch das hier, ne? Sieht so richtig schön schäbig aus. Oh, Onkel Billy ist verschwunden. Wo ist er hin? Er hat doch gerade hier noch gesessen, dann hat er sich in Luft aufgelöst. Okay, gehen wir erstmal zu unserem Truck. Wo ist unser Truck? Assembly Station?
Repair Station. Hier werden wir wahrscheinlich dann nachher Dinge reparieren und wieder zusammensetzen können. Was ist das? Basketball Challenge. Hier können wir Basketball spielen. Warum auch nicht? Man muss sich zwischendurch auch mal erholen, nicht wahr? Man kann ja nicht nur immer auf 180 sein. So, want to buy stuff? We have stuff. Ja, okay. Alles klar. Wo ist unser Auto? Ach, da hinten. Ich kann die Motorhaube erkennen. Neben dem Haus. Oh, wir haben auch Hühnchen. Hallo? Ja, kann ich dich recyceln? Nö. So, aber das können wir recyceln. Weg, weg, weg. Den räumen wir erstmal aus dem Weg. Der muss ja hier nicht rumstehen. Genauso wie diese Kiste erstmal aus dem Weg geräumt wird. So, kann ich hier irgendwie mal... Kann ich da mal vorbei? Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Aber wir können die Kiste wegräumen. Oh. Dann kommen wir vorbei. So, hier sollen wir uns hinstellen. Zum Öffnen der Ladefläche. Und wir finden eine Batterie. Diese von Miko hergestellte Batterie wurde ausschließlich für den Betrieb von Miko-Generatoren entwickelt. Ja, dann her damit. Okay, wir haben sie jetzt in die Hand genommen. Dann stopfen wir die Batterie jetzt in den Generator. Storage. Wo ist der Generator? Da. Da. Es steht auch leuchtend dran. So für ganz Hochbegabte wie mich. So, Bombs. Eine neue Nachricht. Überprüfe deinen Computer. Überprüfe deine Computer-Job-E-Mail. Ja, nun mal los. Wo ist mein Computer? Das scheint dann später unser Laden zu werden. Das ist dann der Ort, wo wir unsere gefundenen Dinge wohl verkaufen können. Also bis jetzt finde ich das Konzept ganz nice. Mal gucken. Da ist ein Mikro... Shop-Terminal und das ist unser Computer. Ui. Ja, ist ja auch nicht mehr taufrisch, das Gerät, ne? Aber oh, kannst du wohl noch mit arbeiten. Oh. Hände hoch, wer so ein Ding mal besessen hat. Tatsächlich, ich hatte mal so einen Teil. Aber ich hatte nicht so ein... Also ich hatte erst so ein Floppy-Diskettenlaufwerk, so ein deutlich breiteres Ding. Aber sonst kommt mir das alles sehr vertraut vor. Dann interagieren wir mal. Ach, okay, wir haben ein Pferde-Wallpaper. Passt ein bisschen zu mir, muss ich sagen. Barn Hub. Auch der geneigte Barnman muss sich hin und wieder mal ein bisschen entspannen. So. Call your mom. Gucken wir mal unsere E-Mails rein. Ungelesene Mick Kornhauler, ein frecher Hirsch für einen Freund. Hallo Barnfinders, könnt ihr einem alten Freund helfen? In der alten roten Scheune soll noch ein frecher Hirsch sein. Vielleicht könnt ihr den für mich suchen. Ich lasse dafür auch Kohle springen. Danke, Mick. Einpacken und versenden. Auftrag annehmen. Okay, und dann gehe ich hier wahrscheinlich wieder irgendwie raus. Comic-App. Da können wir wohl Comics finden später. Oh Gott, Alter. Das hat schon ein bisschen Windows 98-Style hier. Katalog von Gegenständen. Katalog vervollständigen. 0%. Holy shit, alles klar. Gut, wir loggen uns mal aus. Nein? Okay, rechte Maus, dazu kommen wir wieder raus. So, Reise zu der roten Scheune, suche nach einem frechen Hirsch. Ja, dann erstmal recyceln, würde ich sagen. Und dann auf zur roten Scheune. Das sieht aber aus, du. Oh, guck, wie das geht. Tür öffnen. Wo ist denn unser Onkel eigentlich inzwischen hin? Und wie verreise ich? Mit dem Auto vermutlich. Hier kann ich dann wohl pennen. Da wird dann wahrscheinlich gespeichert, oder? Nein? Okay, vielleicht auch nicht. Erstmal Tür schließen. Man muss ja nicht alles auflassen, ne? So. Wie verreise ich? Dein Auto. Auto schließen. Wie wird verreist? Muss ich mit Onkel Billy reden? Oder muss ich über den Barn Hub gehen? Das kann natürlich sein. Vielleicht erzählt er mir hier irgendwas. Moin. Mit der Figur sprechen. Moin, Onkel Billy. Alter, du... Oh. Er ist wieder weg. Onkel Billy, ja. Löst sich leider sehr oft in Luft auf, aber egal. Ich versuche mal, ob man über den Barn Hub gehen muss. Ich habe jetzt noch nicht so den Plan, wie man jetzt verreist. Mal sehen. Barn Hub. Ah, da, rote Scheune. Benzin kaufen, $50. Okay, jetzt haben wir noch $1 über. Dann können wir wohl jetzt dahin fahren. Ah, hier kann ich den Laden dann später aufmachen. Noch ist er closed, aber gut, wir haben auch noch keine Ware, also noch bringt es ja nichts.
Kann ich jetzt mit dem Auto losfahren? Wie verreise ich denn? Onkel Billy, hilf mir mal. Hallo. Dieses Toilettenpapier ist heutzutage schwer zu kriegen. Bist du gerade am Scheißen oder was? Oh nein! Okay. Ich habe gerade in einen Eimer geschissen. Warum habe ich gerade in einen Eimer gekackt? Aber sehr schön, sehr, sehr schön. Man muss auch mal in einen Eimer scheißen. Wie verreise ich denn jetzt, Mann? Wie geht das denn los? Ich hätte jetzt mein Auto mal so eben erwartet. Eben nochmal draufklicken. Nö. Da gehen wir nochmal zum Barn Hub. Kann ja nur noch der Barn Hub sein. Wir haben ganz besonderes Toilettenpapier hier. Reise. Ah, okay, alles klar. Ich hab's hingekriegt. Man muss erst Benzin kaufen. What the fuck ist denn los? Onkel Billy hat einen niceen Reifen, sag ich mal. Ne? Der gibt alles. Onkel Billy ist dein ältester Onkel. Das ist ja gut zu wissen. Benutze eine Axt, um Schrott zu zerstören und Ressourcen zu sammeln. Okay, das ist nun die rote Scheune. Dwaynes Liebesnest. Die rote Scheune. Okay. Lehrprogramm. Verlassene Scheune erkunden. Als Bornfinder suchst du nach angefragten Gegenständen. Jetzt bei uns der freche Hirsch. Halte Ausschau nach anderen wertvollen Gegenständen. Du kannst sie in deinem Laden verkaufen. Suche nach weiteren Gegenständen und Geheimnissen auf Karten wimmelt es nur so davon. Okay, das Konzept finde ich jetzt eigentlich erstmal ganz cool. Jetzt sind wir hier, Onkel Billy hat sich auf eine Motorhaube gesetzt. Oh, die berühmte rote Scheune, dann sehen wir uns mal um und schnappen uns das Zeug. Ja, Onkel Billy, ich leg los, ne? Hast auch sehr stabile Schuhe, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. Könntest du mal wieder sauber machen, aber gut. Da wir uns jetzt eh durch die Scheiße durcharbeiten, was soll der Geiz, ne? Let's go, dann gucken wir uns mal um. Was geht denn hier los? Das können wir tragen. Guck mal, das sieht aus wie bei mir. Das nennt man einen Brombeerstrauch. Gut, das ist wahrscheinlich aber hier einfach nur altes Geäst. Recyceln. Was man recyceln kann, wird recycelt. So, erstmal um das Gebiet drumherum. Was war das gerade? War das gerade ein Alien oder sowas? Irgendwas ist da gerade, hat sich gerade wegteleportiert. Aber es wird alles gut werden. Ich bin voll zuversichtlich. Das können wir tragen, das können wir tragen, das können wir alles tragen, aber nichts davon recyceln. Oh, erstmal rein in die alte Scheune, würde ich sagen, wa? Erstmal auf. Ui. Okay, das sieht wirklich aus, als wäre hier schon länger keiner mehr drin gewesen. Die Spinnwebendichte ist massiv. Dann wird jetzt erstmal recycelt, was sich recyceln lässt. Ne, eine Menge Bücher. So, was kann man machen? Gegenstand drehen. Fallen lassen. Gedrückt halten, dann kann ich es werfen. Okay. Man muss sich auch umgucken, nicht, dass da noch irgendwas dahinter liegt oder so, ne? Okay, das ist soweit erstmal gut. Das räumen wir mal zur Seite. Mal schauen, was haben wir denn hier? Gustav, ein Sammelobjekt. Ja, Ehre. Gustav, nicht zum Verkauf. Montage. T zum Markieren für Transport. Einsammeln in 3, 2. Okay, Gustav ist somit eingesammelt worden. Alles klar. Ich lasse mal offen, was wir schon erkundet haben, damit man da Bescheid weiß, dass man das erkundet hat. Hier haben wir einen Schlüssel. Den Schlüssel zur roten Scheune. Sehr hilfreich. Okay, was ist das? Boah, eben, das ist ja sein altes Liebesnest, ne? Das war wahrscheinlich, naja, ihr wisst schon, die Matratze, ne? Oh, was haben wir denn hier? Was zum Sammeln für unsere Postersammlung? Alter Stuhl, kann weg. Noch so ein alter Schemel, hier ist noch Zeug zum Recyceln, dicken Knoten. Ehre. So, lass mich mal eben da rein, dass wir mal eben da... Ach, komm schon. Erstmal gucken, was hier so los ist. Hier haben wir noch ein
sehr alten Fernseher, immer zum Transport markieren. Alte Comicbücher können wir auf jeden Fall recyceln. Eine Kiste. Was ist das? Altes Bild. Ja, das lassen wir mal hier. Hier, guck mal. Benzin gefunden. Das ist sehr praktisch. Dann müssen, haben wir quasi die Fahrtkosten schon wieder raus. Mit dem Schlüssel konnten wir das jetzt gerade öffnen. Okay. Schauen wir uns um. Alter Eimer. Was ist das denn hier? Heitere Katze. Es ist noch nicht der... Alter, was ist denn nicht richtig mit ihr? Sie sieht sehr gruselig aus. Ich möchte sie zum Transport markieren. Schauen, was hier sonst noch so ist. Alter, die heitere Katze. Die sah sehr heiter aus. Als hätte sie ein bisschen... ein paar Drogen genommen. Das muss man schon sagen. Türchen öffnen. Okay, jetzt sind wir einmal drumherum. Mal sehen, ob wir gleich hochklettern können. Ich schaue mich erst unten noch um, bevor wir dann nach oben gehen. Hier, eine Yamaha. Ein Yamaha-Rahmen. Yamaha mit, mit J. Sehr gut. So macht man das, ne? Ich sag nur Yamaguchi. Alles schon erlebt. So, sonst sehe ich hier sonst erstmal nur Spinnweben, sehr viel Schmutz, sehr viel Dreck, ein paar alte Kerzen aus dem Liebensnest halt, ne? Was hier hinten noch los? Das können wir alles recyceln. Hier ist irgendwas am Abgehen. Zum Sammeln. Muster auf dem Boden. Boden. Aufwertendes Muster gesammelt. Hier haben wir jede Menge Zeug. Mal gucken. Oh, was ist das? High-Five-Wolf. Der High-Five-Wolf nehmen wir natürlich auch mit, ist ganz klar. Wollte schon immer einen High-Five-Wolf haben. Onkel Billy sammelt das dann ein. Also er macht auch was, er ist nicht komplett sinnlos, ja. Onkel Billy sammelt den von uns markierten Kram ein. Wir laserpointern das und Onkel Billy kommt dann hingewackelt und legt los. Was haben wir denn hier noch? Okay. Mit ein bisschen Moonshine. What? Delirium Theater, kannst du nicht. Oh, das passiert halt, wenn du Uncle Billy Maker. Das passiert halt, wenn du irgendwo random aus einer Bahn irgendwas aus so einer Moonshine-Buddel trinkst, da kann alles Mögliche passieren, ne? Da hast du dann halt auch mal ein bisschen Theater, ne? Ehre. So, was haben wir denn hier sonst noch? Also hier war ich, glaube ich, durch, ne? Hier haben wir soweit alles gefunden. Hier ist nur noch Müll. Wir können mal versuchen, ob man nach oben klettern kann. Ja, geht. Es sieht halt optisch wirklich okay aus. Wirklich, also da kann man mit arbeiten. What the fuck? Okay, es ist halt sein Liebesnest und das ist wohl seine Freundin, die er hier hat liegen lassen. Die kann man aber auch noch mitnehmen. Komm, wenn man die einmal sauber macht, dann kann man die wieder verkaufen. Das ist gar kein Problem. Recyceln, recyceln. Was mit der Matratze? Ich glaube, die kannst du dann wohl doch eher nicht recyceln. Hier haben wir noch ein Poster, was wir sammeln können. Da drüben, das sieht mir sehr nach dem lustigen Hirsch aus. Kann man rennen? Warte mal. Ja, man kann rennen. Da müssen wir rennen und wahrscheinlich springen. Da ist der lustige Hirsch. Der freche Hirsch. Er sieht auch sehr frech aus. Zack, so. Auftragsgegenstand gefunden. Wir sind aber noch lange nicht durch, wenn wir das sehen. Was passiert, wenn ich jetzt hier runterspringe? Breche ich mir die Beine oder geht sowas? Wir scheinen unsterblich zu sein. Jetzt gucken wir uns erstmal noch draußen um. Wir können zurück zum Vaterleihaus. Ja, warte, ist noch nicht so weit, Onkel Billy. Bin noch am Umgucken. Oder uns noch umsehen. Ich will mich noch umsehen. Ich bin hier noch nicht fertig. Guck mal den Balken an, wie viel da noch zu entdecken ist. Da geht noch einiges. Also es ist witzig. Ich sag mal, wie es ist. Es ist irgendwie stumpf, aber es ist lustig. Oh, schon wieder rum die Folge. Ja, Horn, ich höre dich. Alles wird gut. Du musst entspannt bleiben. Ich höre sehr... Oh,
Oh, guck mal, da oben ist ein goldenes, sich drehendes Klopapier. Na, da werden wir dann nächste Folge mal rausfinden, wie wir da hinkommen. Meine Lieben, mit dem Ausblick auf das goldene Scheißhauspapier bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Für alle, die neu dazugezogen sind, wenn der Hahn kräht, das ist, also der Hahn ist hier so eine Institution auf dem Kanal, und der sagt uns immer, wenn die Folge rum ist und wir mal Pause machen sollten, ist nun soweit. Somit bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und gucken, was wir mit Onkel Billy hier noch so alles finden, ne? Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.